Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back to bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. So Leute, willkommen wieder hier zurück zu einem neuen Kochvideo. Heute ist es ein bisschen kälter, deswegen sind die Gang gezogen. Aber was backen wir denn heute? Heute backen wir schwarz-weiße Plätzchen, denn ich weiß nicht warum, sie sind einfach auch einfach, deswegen machen wir sie einfach, einfach. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen Mehl, Butter, Zucker, Backpulver, ein Ei und Kakao. So Leute, beim heutigen Rezept brauchen wir 500 Gramm Mehl. Da müssen wir wieder gucken, hier drüben ist Mehl, ob vielleicht eine Packung reicht. Es reicht sogar perfekt, also Respekt an den Menzi. Und das kippen wir wieder in unseren wunderschönen Topf hier. So, ich habe mal kurz das Licht noch angemacht. Was brauchen wir denn jetzt noch? Wir brauchen 150 Gramm Zucker. Jetzt mal ein bisschen weniger Zucker als letztes Mal. Aber nur ein bisschen. Hier drüben muss ich gucken. Ah, ganz vergessen. Ja, das reicht schon. Für Leute, die es sehen wollen, ein bisschen knapp unter 200, das passt. Dann brauchen wir, eigentlich brauchen wir zwei Eier. Zwei Eier brauchen wir eigentlich sonst, aber wir nehmen nur ein Ei. Vielleicht hat es auch nur einen Grund, warum dass ich ein Ei habe. Aber, ja, ihr könnt jetzt alle haten, wenn sie hat nur ein Ei. Lustig, tralala, bald ist Weihnachten wieder da, nicht wahr? Dann brauchen wir ungefähr 6 Gramm Backpulver, steht im Rezept. Das Backpulver, ich weiß nicht, hat man letztes Mal nicht gehabt, aber ich weiß noch nicht mal, wie viel 6 Gramm sind. Ah, es gibt schon. Ich schaue um das bisschen, oder? Wir sind der Menzi, nicht wahr? Also alles super. Also jetzt haben wir 10 Gramm mehr, aber ist mir jetzt völlig egal. Das passt schon. Das wird passen. Und natürlich die Butter natürlich nicht vergessen. Denn die Butter macht alles super. Oder? Yay. Vor allem dieses Mal ist die Butter auch sehr fest. Ich habe sie gerade aus dem Kühlschrank geholt. Eigentlich sollte man sie ein bisschen weich machen, aber dafür ist keine Zeit. Denn Menzi ist in der Vorproduktion und deswegen habe ich keine Zeit, es so lange zu warten. Und jetzt wird das mal wieder durchgeknetet. Aber ich glaube, das braucht ihr euch nicht mal anschauen, weil das wird, glaube ich, Ewigkeiten dauern jetzt. So Leute, der Teig ist so gut wie fertig. Er soll jetzt so ungefähr in gleiche Hälften eingeteilt werden, so ungefähr. Und eine Hälfte bleibt ja so, bleibt ja weiß. Und die andere Hälfte soll ja schwarz werden, also ein bisschen dunkler. Dann habe ich jetzt mein Rezept. Gehört ein bisschen Milch dazu. Ich hoffe natürlich, die Milch ist noch gut, ich habe sie lange nicht mehr benutzt. Ja. Und ein bisschen Kakao. So, das reicht. Und angeblich soll noch ein bisschen Zucker rein. Ja, ich glaube, das war schon okay so. Und das Ganze soll noch mal ein kleines bisschen durchgeknetet werden, damit es ja natürlich jetzt alles ein bisschen untergemischt wird. Also ich glaube, dass die Milch jetzt einfach nur zum Färben, sei jetzt mal da. Aber es wird doch schon eine pumpige Masse hier. Ich glaube, das war ein bisschen zu viel Milch. Weil, sieht aus wie Scheiße in meinen Händen. Nennen Sie Backen mit Scheiße. Ah, oh, ist das eklig.
Oh nee. Ey, hätte ich das gewusst, was das für eine Sauerei macht. Hätte ich mir, glaube ich, was anderes überlegt. Und das Blut innen drin ist überhaupt nicht schwarz. Also hier, es ist... Wo ist denn noch ein bisschen mehr Kakao rein? So. Also man hätte auch schwarze Farbe nehmen können, aber gibt es ja Lebensmittelfarbe schwarz. Okay, jetzt wird es zu trocken. Jetzt brauchen wir noch mal ein bisschen Milch. Ah, ich weiß gar nicht, mache ich das jetzt hier richtig? Es sieht ja noch schlimmer aus jetzt. Ach, ey, wie das hier klebt. Das klebt wie verrückt. Mache ich das hier? Hilfe. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache irgendwas falsch. Ich weiß ja, ob man das so auf der Kamera richtig erkennt. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das Kakao so wie mit Mehl ist, dass wenn das so viel klebt, dass das Mehl ein bisschen noch bindet. Also ich eben zu viel Milch genommen habe, was in manchen Teigen zu viel Wasser wäre. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das hier gerade rausschneide irgendwie. Ach. Was ist das? Was ist das hier? Mache ich das überhaupt hier richtig? Habe ich überhaupt davon die Hände gewaschen und deswegen ist es zu braun? ja, ich muss sagen, noch ein bisschen. Ich habe ja nie vor kurzem abgenommen. Nö. Alter, guckt euch das mal an. Ich weiß nicht, sieht man das richtig? Ja, es geht. Das ist alles dunkel. Das kann ich doch hier nicht ausrollen. Doch, das geht. Das würde funktionieren. Gut, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es so sein soll. Guckt euch das hier an. Mann, sie backt mit Scheiße. Schon habe ich meinen Titel. Ey, kann man das Video überhaupt irgendjemand antun? Ihr tut mir ja jetzt schon leid. Ah, Alter. So, nachdem wir davon ausgegangen sind, dass das hier okay ist, rollen wir mal erstmal den ersten Teig hier aus. So, Teig Nummer 1 ist ausgerollt und gebrochen. Ja. Geile Scheiße, Alter. Was wird denn das hier? So, nachdem ich jetzt das zweite Mal den Teig jetzt ausgerollt habe, werde ich das einfach so machen. Ich werde den jetzt hier auf den ausrollen, damit ich den weißen nicht annehmen muss. Ich glaube, oh, der ist übelste weich. Ob das richtig ist? Ich glaube, nein. Ist doch bestimmt irgendwie falsch. So, ich habe euch mal kurz mit näher angenommen, weil ich die Musterung richtig, richtig geil finde und ihr das von hinten nicht ganz so erkennen konntet. So. Ich finde das irgendwie geil. Aber Mehl einwälzen, so. Ja, jetzt ist die Frage, was macht Menzi? Gute Frage, Leute. Also ich weiß es selber nicht, was sie jetzt machen. Ich würde mal sagen, wir klappen das hier so um. Geht das? So. Nice sieht das erstmal aus. Aber ich weiß nicht. Wie soll man das jetzt so einwickeln hier? Das geht doch gar nicht. Also ich bin mein, irgendwas habe ich hier falsch gemacht. Weil das zerbricht irgendwie so gut. Ich glaube mal nicht, dass das zerbrechen soll. Aber jetzt geht das besser. Also desto dicker die Rolle ist, besser lässt sich das rollen. Okay, ich glaube mal. Die Wurst ist ein bisschen zu dick. Also wenn man das mal so in die Kamera hält. Weiß ich nicht, ob das richtig ist.
Aber wir gehen immer davon aus, es ist richtig und Menzi hat nichts falsch gemacht. Dann kommt unser Brett wieder. Ich habe so welche Angst. Nee, natürlich das beste Messer. Das ist überhaupt nicht kaputt, nein. Die schwarze Schicht sieht man eigentlich überhaupt nicht. Ja, es geht doch. Also, die hätte dunkler sein müssen. Vielleicht fürs nächste Mal. Falls ich das überhaupt jemals wieder machen würde. Dass ich mehr Schokolade reinmachen muss. Vor allem ist es ja noch Backpulver drin. Eigentlich geht das ja dann übelst auf, oder? Vor allem, wir haben ja gerade nicht wenig Backpulver reingemacht, nicht wahr, Leute? Ich habe gedacht, ich kriege alles auf ein Tablett, aber anscheinend doch nicht. Sieht man das? Ja. Das ist also noch ein bisschen übrig geblieben. Aber wir werden mal gucken, was aus der Scheiße erstmal wird. Schieben wir es erstmal in den Ofen. So, die Kekse sind fertig. Und ich habe schon einen gekostet. Die sind gar nicht mal ganz so schlecht. Die sind natürlich ein bisschen eigen. Die haben ja nicht ganz nach Rezept gemacht, aber... Aber... Okay. So. Das sind die ersten. Ich habe noch ein paar. Muss ich noch machen. Die sind sehr, sehr aufgegangen. Das hätte ich nicht gedacht. Aber klar, wir haben 15 Gramm Backpulver drin. Ist natürlich nicht wenig. Und würde einfach mal sagen, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr natürlich mehr sehen wollt. Nächste Woche kommt wahrscheinlich Vanillekipferlinge. Muss ich gucken, ob ich es hinkriege. Das macht Spaß, aber ist auch anstrengend zu backen. Wegen Zeit und sowas. Wir gucken mal kurz hier rein. Wir sehen hier schon ein bisschen, dass die aufgegangen sind. Ah, dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Menzi. Ciao, ciao.